Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch zurück zu Call of Duty WW2, wieder hier auf der Missionswaldkarte. Wir starten in die nächste Mission. Wir haben Aachen verlassen und starten jetzt in die Todesfabrik am 14. November. Ja, ist ja schon fast. Der Winter steht schon fast vor der Tür. Wir sind hier mitten im Herbst unterwegs. Mal gucken, was uns hier erwartet. Hören wir uns mal den Text an. Fortsetzen? Ja, ich will fortsetzen. Klar will ich fortsetzen. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in 5. Wenn das hier also die Speerspitze ist, warum hat man den Kommandanten noch nie vorne mitkämpfen sehen? Wir haben aber hier mal wieder ein neues Gewehr in der Hand. Das haben wir bisher noch gar nicht benutzen dürfen hier in der Kampagne. Das freut mich. Im Multiplayer habe ich die auch noch nicht gespielt. Erstmal wieder eine rauchen. Rauchen ist schlecht für deine Gesundheit, Mensch. Du könntest daran sterben. Okay. Eine Waldmission kommt jetzt also. Im Düsterwald. Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Liefern Sie die Nahrung? Ach, jetzt das auch noch. Selbst das Essen können Sie nicht selbst mitnehmen, weil Sie so blöd sind. Okay, gehen wir uns hier ein bisschen im Lager, Feldlager umsehen. Er rasiert sich hier noch, damit er auch für den Kampf gut aussieht. Das ist Pearson? Na Gott, nee. Mit denen will ich nicht reden. Okay, da vorne hin. Guten Morgen. Aber da er jetzt doch den Brief von seiner Freundin gelesen hat, hat er jetzt natürlich auch wieder einen großen, großen Grund, um hier lebendig aus der ganzen Sache rauszukommen und nach Hause zu kommen, um sein Kind dann zu sehen. Also wieder ein Grund mehr, alles zu geben. Willis! Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Den Hügel? Die lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an. Das ist der Plan.
Den Hügel sollen wir einnehmen. Na dann. Die sehen uns doch locker kommen aus ein paar Kilometern, ne? Viel Glück da draußen. Danke. Okay. Essen abgeliefert. Das war einfach nur da, damit man nochmal sehen kann, wo es jetzt hingeht. Auf den Hügel dort. Sammeln Sie sich bei Turner. Ja, und wenn euch die Folge gefallen sollte hier heute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein bisschen Unterstützung für das Projekt auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen. Ein paar Likes. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Okay. Welche Art von Widerstand erwartet uns? Die schwere Art. Schwere Art. Den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Da ist er. Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Der Wald ist auch optisch auch mal wieder ganz gut gemacht eigentlich. Ach, der Wald ist die Todesfabrik, weil hier auch noch alles vermint ist und dann auch noch der bewaffnete Hügel und so. Hey, Sass, macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter... Sehe ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du sagst, leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Tja. Alle Mann zu mir! Max! Wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Kuba, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Okay, Minen mitnehmen. Minen platzieren, okay. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 493 an. Ja, echt? Unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier ansehe, wird das nicht leicht. Wir sind auch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. So, 3 Minen gelegt. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. Noch mehr mitnehmen? Komm, wenn ich noch Zeit habe, dann lege ich nochmal 3 Minen. Nicht selber. Komm durch den Nebel! Zurück zur Mission, aber. Da noch einen hin. Weg, 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 weg. Ja. Alter, sind das viele hier aus dem Baum. Aus den Bäumen gelaufen. Der Feind verbirgt seine Bewegungen. Sie kommen! Feuer! Weiter nach links schwenken kann ich nicht. Rückzug, Rückzug! Komm ich nicht weg! Wow. Heilen, heilen, heilen! Den hier noch wegziehen! Festhalten! Komm schon, der ist doch sicher! Halte durch, Kumpel! Okay. Die Waffe ist auch so Einzelschuss, aber die kann viel schneller schießen als die andere. Und guck mal, wie genau die ist. Das ist eine der Waffen, die ich unbedingt noch in Multiplayer testen will. Also wenn ihr auch mal Call of Duty im Multiplayer sehen wollt, kann ich euch nur meinen Livestream empfehlen. Link zu meinem Twitch-Kanal ist in jeder Videobeschreibung von mir drin. Da einfach dann die Benachrichtigung aktivieren und dann seht ihr immer, wann ich live unterwegs bin. Feuer, was? Das Feuern auf Verbündete wird nicht gestattet. Ja, sorry, ey. Er hätte ja auch zurückschießen können. Was steht denn der noch da vorne eigentlich?
kommt ein Fahrzeug angefahren. Zerstören Sie den Panzer! Wenn ich ihn sehen würde. Da. Weiterfeuern. Ich brauche Munition für das Ding. Ich brauche nochmal so eine Munition dafür! Okay, da lag noch eine, glaube ich. Wo ist der Panzer? Hier ist noch einer. Komm schon, nach das Ding. Panzer weg! Okay, sieht gut aus. Gute Arbeit, erstes Platoon zu mir! Daniels, hier rüber! Ich wollte Munition haben. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Hier ist Munition, Private. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Ja, nee, aufteilen ist nie eine gute Idee. Ja, jetzt auf einmal. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Danke. Ehrlich, rückt doch mal wieder Munition raus. Wir sind hier ganz schön offen in dem Bach, glaube ich. Unten bleiben. Müssen Sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir Ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Mörser haben Sie da stehen. Wieder reinschleichen und die Mörserschützen ausschalten. Ups. Schalten Sie den Mörsertrupp aus. Und ich habe keinen Schalldämpfer dabei. Testen wir Ihre Flanken. Leise. Ich könnte jetzt hier rein und das MG hier benutzen. Wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, die haben uns schon gesehen. Ja. Also gehen wir ans Geschütz. Nachladen! Wow! Boah, da bin ich auch rechtzeitig aus dem Wagen rausgekommen, ey. Granate! Okay. Oh, runter! Puh. Sir, bereit für Munition! Hier, Private! Dankeschön! Oh, hier ist noch was explodiert. Die Waffe hat ja sowas von überhaupt keinen Rückstoß, ey. Das ist voll krass. Die flüchten doch schon! Oh, ich bin geblendet. Fuck. Signalrakete. Wir wurden gesichtet. Artillerieschlag. Wir sind mittendrin. Holy shit.
Ich komm nach links. Wow, nicht den Hügel runter! Den Hügel rauf, Mensch! Ah, fuck. Das zwiebelt ganz gut. Querfeld ein zu den Pilzen nennt man das. Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf! Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf! Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul! Paul! Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Meine Fresse, haben sie für Paul aber einen schlechten Synchronsprecher an den Start geholt. Briggs! Gott! Okay, Briggs ist nicht mehr on fire. Ah, ist nur die Pistole hier. Oh, wir sind noch leicht benebelt durch den Sturz. Oh, ganz schön hoch, ey. Ich muss den Sammelpunkt finden. Wir können nicht klar gucken. 3 Medikits. Auch nicht mehr so viel. Alter Fallschirmjäger hier. Gott. Der hat auch Pech gehabt beim Landen. Sicht ist gleich null hier nach dem Artillerieschlag. Oh, Scheiße! Na, jetzt haben sie uns natürlich gehört. Jetzt haben sie uns natürlich gehört, weil wir auf den Hund geschossen haben. Da ist einer. Ah, ich muss mich ganz runter. Da steht er oben noch. Da komme ich dann vorbei. Da haben wir noch einen. Ich habe leider keinen Schalldämpfer auf meiner Knarre. Oh oh. Ich schieß doch! Gib mal eure Waffen. Wow! Wow, das ist auch schon wieder eine andere Waffe, ey. Die ist auch gar nicht so schlecht. Auch Einzelschuss. Gibt sehr, sehr viele Einzelschusswaffen hier, natürlich im Zweiten Weltkrieg, bei diesem Call of Duty, was man früher in den alten Teilen ja nicht hatte. Da gab es halt mal die Pfahl oder so. So wenig. Die ich eigentlich immer ganz gut gerne gespielt habe. Was es bisher noch nicht gibt hier in dem Teil, sind Burstwaffen, Dreischussbetrieb. Da haben wir bisher noch, also ich habe noch bisher noch keine gesehen. Okay. Nein! Oh oh. Jetzt zeigen sie natürlich wieder, wenn wir hier auf deutsche Soldaten treffen und die sich ergeben, dann lassen wir die leben. Und hier ist das natürlich jetzt wieder so, die ergeben sich und die deutschen Soldaten brennen einfach nieder. Das ist einfach wieder so eine typische Darstellung von den Amis. Gehen durchs hohe Gras. Weg von dem Flammenwerfer-Typ. Oh, da ist noch einer. Schnell, schnell, schnell. Sauber, so geht er vorbei. Medikit. Okay, das hat noch keiner gehört, dass ich den ausgeschaltet habe. Eine fiese Mörserstellung hier auf dem Hügel, ey. Oh, oh. Dass man sich immer ganz hinlegen muss. Verzieh dich doch mal.
Mann. Komm, komm, komm. Sind Kolben in die Fresse. Turner! Turner ist auch hier. Turner, hinter dir, pass auf. Sie hätten es nicht geschafft, Daniels. Hallo, ich bin Daniels. Mir geht's gut. Wie lautet der Plan? Wenn wir den Fluss finden, können wir den Sammelpunkt erreichen und unsere Jungs unterstützen. Bereit, Sir. Okay. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Okay, wir sind nicht mehr alleine da. Welch ein schöner Wald eigentlich. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Okay, verlassener Bunker. Wir können ja trotzdem nochmal reinschauen. Ich suche nach Vorräten. Vorräte, aha. So sagt man das also heutzutage. Granaten. Granaten können wir noch gut gebrauchen hier, glaube ich. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben Sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden Ihnen helfen. Keine Sorge. Na, da bin ich mal gespannt. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Leichter gesagt als getan. Scharfschütze. Scharfschütze. Wir müssen ihn rauslocken. Unten bleiben. Kopf runter. Der Scharfschütze ist aber ganz schön wild am Feuern hier. Gott sei Dank war hier kein Benzin drin, sonst wären wir jetzt tot gewesen. Er hat einen von uns. Überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Da liegt er. Hilf mir doch jemand! Durchhalten! Wir schnappen ihn uns! Wir müssen uns beeilen! Mann! Ich glaube, ich muss erst den Scharfschützen ausschalten, bevor ich den da rausziehen kann. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Wir können ihn auf jeden Fall erreichen, ja. Aber den Sniper... Au! Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Hilfe! Was macht denn jetzt Turner? Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich um ihn. Ich gebe ihm Deckung. Okay. Er ist nicht allein. Wir auch nicht. Die Waffe hört sich nicht schlecht an, ne? Ah! Mit Waldtarnungsausrüstung haben die hier an, ey. Da lang. Okay. Zum Glück haben sie die Türen nicht vermint. Kill. Okay, jetzt noch den Sniper. Der weiß, dass wir jetzt hochkommen. Er ist getroffen. Gute Arbeit, Daniel. Rücken auf, zu mir. Hast du den Typen unten gerettet? Ich hoffe doch, du hast ihn jetzt rausgezogen. Der Bereich ist gesichert. Weg da. Aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Bewegung. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Der ist tot? Ich habe unsere Jungs ihn heil erreicht. Den hätten wir doch nicht raus... Wenn der Sniper da oben auf uns schießt, können wir den doch nicht wegziehen, oder? Wenn ich hier hingegangen wäre, der hätte mich doch voll durchlöchert. Der hätte mich übelst durchlöchert. Ah, so ein Scheiß. Dennis, wo bist denn du jetzt wieder? Medipack. Nicht Daniels, ich bin ja Daniels. Turner. So heißt er. Wo bist du hingegangen? 40 Meter Sammelpunkt. Da oben lang? Hätte er mal warten können, ne? Der war eben hier. Wo ist er denn von hier aus hingegangen? Hier hoch.
Ah. Ganz schön verzweigt. Verzweigt und verwinkelt das Ganze. Naja, wir müssen da noch da weitergehen. Da ist das, finden Sie einen Sammelpunkt. Da ist Turner. Okay. Komm, da gehen wir noch mal schnell hin. Schüsse! Unsere Jungs müssen in der Nähe sein. Bewegung! Oh Gott. Hier ist aber alles voll. Verstanden, Sir. Ins Oberstübchen. Ans Knie geworfen. Ich dachte schon, die geht gar nicht mehr hoch, die Granate. Ah, da kommt noch einer raus einfach. Wie aggressiv die sind. Habt ihr die? Ah, die Waffe ist leer. Scheiße, mir hat die echt gefallen. Mir hat die Waffe echt gefallen. Munition. Ich brauche Munition, Sir. Bitte, Sir Private. Dankeschön. Geil, für die hat er auch Munition. Der hat für alle Waffen der Munition da. Er ist so gut. Ja, stell dich hinter den Pfosten, du Arsch. Oh, wieder einer von meinen Leuten, ey. Zwölf Uhr schon wieder? Wir haben doch gerade erst Mittag gemacht. Warte nach. Das war der letzte von ihnen. Aha. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Nicht noch eine Brücke. Nicht noch eine Brücke, genau. Und dann wieder auf Pearson warten, ey. Wir haben Scharfschützen, da oben auch noch. Eben war da noch einer. Linke Seite. Irgendwie hänge ich hier gerade fest. Einer weniger. Da leuchtet noch was. Ah. Einer weniger. Noch einer weg. Okay. Granatenwerfer! Weg da! Ach, doch nicht von denen. Seine Granate will ich nun wirklich nicht abbekommen. Granate raus! Oh, viel zu weit. Viel zu kurz. Jawohl, der war schön. Da kommt noch mehr. Schalte die Bazookas aus! Das sind so viele, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschießen soll, ey. Vor allem, weil die da oben auch immer noch hängen.
Ich hab keine Granaten mehr. Werfe eine Rauchgranate! Panzerfahrzeug! Ich hab nichts mehr hier an guter Munition. Panzerfahrzeug schon weg? Ich war das nicht diesmal. Diesmal war ich das wirklich nicht. Oh Mann, immer ständig von diesen Granaten erwischt zu werden, das nervt so. Weil du damit echt One-Shot weg bist, ey. Und die siehst du noch nicht mal, die kommen einfach aus dem Nichts. Alter, was steht denn? Hält er mir hier erstmal sein Gewehr in die Linse? Ist weg. Auch weg. Ah, Granate. Weg, 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 weg. Werfe Granate! Meiß eine Granate! Komm, da ist ein Bazooka-Schütze. Der muss mal weg. Hab ihn. Ich hoffe, das sind nicht noch mehr. Granate, Granate. Oh, dass die so viel aushalten, ist nicht euer Ernst. Panzerfahrzeug. Fahrzeug weg. Hinter uns? Nee. Sie ziehen sich zurück. Wie gern ich das immer höre. Wachsam bleiben. Ja, echt. Dann zum Sammelpunkt vor. Styles, Daniels, zu mir. Gib mir mal Munition erstmal. Ich brauche mehr Munition, Sir. Bitte, Sir Private. Hier, Daniels. Okay. So, jetzt haben wir aber erstmal wieder einen Checkpoint erreicht hier. Lange Folge hier durch den Wald. Leider, weil wir auch ein paar Mal gestorben sind hier. Ich bleibe hier noch mal ein bisschen im Sägewerk stehen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen haben sollte hier im schönen Wald hinter Aachen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet in der nächsten Folge ein. Ob wir hier den Hügel einnehmen, werden wir dann da sicherlich erfahren. Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.